Willkommen bei Watch Maxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Eine Woche am Arm. Eine Woche am Arm ist ein Format, was immer dann kommt, wenn ich eine neue Uhr habe. Und so ist es auch heute mit der Archimede Classic 200. Ich habe mir diese Uhr ganz spontan bestellt, als Archimede sie vorgestellt hat, weil sie mir einfach extrem gut gefallen hat und habe sie jetzt eine Woche lang am Arm gehabt. Und meine Eindrücke, meine Meinungen, das, was ich festgestellt habe und was man nicht bei einem einzelnen Review herausarbeiten kann, habe ich in diesem Video festgehalten. Mein detailliertes Review, 16 Minuten lang, habe ich hier oben für dich verlinkt. Dieses Format ist etwas anders, ein kleines bisschen von meinem Alltag, ein kleines bisschen, wie sich die Uhr trägt, ein bisschen mit Bändern rumgespielt. Und was mir sonst so einfällt, was sich an einem einzigen Tag nicht unbedingt direkt feststellen lässt. Lass dich überraschen und genieße das Video. Ja, heute ist sie endlich angekommen, meine Archimede Classic 200. Ich habe fast 10 Tage gewartet und freue mich wie Bolle. Mein erster Eindruck, eine extrem toll verarbeitete Uhr, ein aufregendes Ziffernblatt, ein tolles Lichtspiel. Und natürlich eine ganze Menge Features wie das gehärtete Gehäuse, 200 Meter wasserdicht, Leuchtzeiger, auf die ich mich in dieser Woche unglaublich freue. Ja, ich lade euch ein, teilt mit mir die Woche, bleibt dabei, schaut euch an, wie sich die Uhr eine Woche lang bei mir am Arm macht. Ich werde euch jeden Tag auf dem Laufenden halten. Ja, wir haben Freitagabend, es ist so 10 nach 10, kann man glaube ich nicht so gut erkennen hier bei dem Licht. Die Archimede 200 Classic ist noch am Arm. Und mir ist schon am ersten Tag wirklich viel bei der Uhr aufgefallen, was mir richtig gut gefällt und was mich auch überrascht hat, was man von den Produktbildern her so nicht sieht. Ich gehe darauf morgen im Detail ein. Ich kann nur sagen, ich bin mit der Uhr richtig glücklich, super angenehm am Arm und eine Uhr, die in meiner Sammlung eine Lücke geschlossen hat. Ich hatte keine mit richtig hellem Blatt, ich hatte keine etwas klassischere Dresswatch. Ohne zu klassisch und zu langweilig zu sein. Exakt die Uhr, die mir gefehlt hat, robust dazu. Ich bin absolut begeistert und hoffe, dass das die ganze Woche anhält. Natürlich werde ich euch die Woche darüber auf dem Laufenden halten. Ja, Tag 2 meiner One Week on the Wrist, eine Woche am Arm. Die Archimede Classic 200. Und sie ist am Arm wirklich extrem angenehm. Ich habe sie die ganze Zeit am Arm gehabt, wie ich das immer mit meinen Uhren mache. Und ich kann sagen, die Leuchtmasse auf den Zeigern und den Indizes ist ausreichend für 2 bis 3 Stunden. Die ganze Nacht reicht es bei meiner Sehkraft ohne Lesebrille nicht. Aber bei einer Dresswatch würde ich das auch nicht zwingend erwarten, wenn man mal schnell etwas ablesen muss, wenn man vom Hellen ins Dunkle geht, reicht das in jedem Fall. Insgesamt ist die Ablesbarkeit mit den silbernen Zeigern auf dem silbernen Blatt natürlich nicht so gut und nicht so kontrastreich wie zum Beispiel bei den meisten Taucheruhren, aber das habe ich vorher gewusst, insofern stört es mich nicht, es passt zum Charakter der Uhr. Heute werde ich über Tag 4 Uhren abfilmen und auch die Archimede etwas detaillierter abfilmen und werde euch heute Abend dann einen kleinen Zusammenschnitt der Sachen zeigen, die mir aufgefallen sind. Samstagabend, Tag 2. Meine Archimede Classic 200 ist noch am Arm. Ich habe es echt nicht geschafft, heute irgendwelche Videos zu machen. Habe mich also um Frau und Hund gekümmert. Aber was ich euch auf jeden Fall noch sagen wollte, das habe ich heute Morgen vergessen. Auf der Produktwebseite von Archimede ist ein Nachtbild der Uhr zu sehen und da sieht es so aus, als wären die Indizes und die Zeiger beide blau. Das stimmt aber nicht. Die Zeiger sind mit grüner Leuchtmasse belegt und das finde ich richtig klasse. Sieht toll aus, ist ein sehr interessantes Nachtbild. Ich hoffe, ich werde das morgen und übermorgen nochmal nachreichen können, wenn ich mein Setting, mein
Videosetting ein bisschen aufgebaut habe und dann zeige ich euch das. Finde ich sehr interessant, besser als auf der Archimede-Webseite. Ja, die Uhr gefällt mir nach wie vor super gut und könnte bei mir wirklich zu einem dauerhaften Keeper werden. Immer dann, wenn es etwas festlicher, etwas formeller, etwas gesitteter zugehen soll, da kommt die Uhr dann bei mir ins Spiel, ohne dass sie spießig oder langweilig ist. Gefällt mir super gut. Wir haben Sonntagmorgen, Tag 3. Meine Archimede Classic 200 ist noch am Arm und ich bin absolut begeistert von dieser Uhr. Eine sehr, sehr angenehm zu tragende Uhr. Was mir aufgefallen ist, sie wirkt am Arm etwas kleiner als die 39 mm vermuten lassen würden, die auf dem Papier stehen. Ich zeige euch heute über Tag im Video, woran das meiner Meinung nach liegt. Ich habe ein etwas anderes Band montiert. Ich habe jetzt ein schwarzes Shell Cordovan Band dran. Bin noch nicht ganz sicher, ob mir das besser gefällt als das Originale mit der weißen Kontrastnaht. Ich denke, ich werde in den nächsten Tagen noch ein bisschen mit Band spielen. Habe aber schon festgestellt, dass diese Uhr entgegen meinen Erwartungen nicht ganz so flexibel ist bei Bändern, wie ich das gedacht hätte. Ich zeige euch aber auch das im Laufe der Woche nochmal mit verschiedenen Bändern. Komischerweise finde ich, dass hier das Schwarze mit Abstand am besten aussieht, braune Bänder nicht so gut funktionieren. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Es ist Sonntagabend, Tag 3 geht zu Ende. Meine Archimede Classic 200 ist am Arm. Eine richtig tolle Uhr. Ich habe heute ein bisschen mit Bändern rumgespielt. Das zeige ich euch gleich im Anschluss. Und ich habe mir genauer angeguckt, warum ich denke, dass die Uhr kleiner ist als die echt oder kleiner wirkt als die echten Maße es aussagen. Auch das zeige ich euch heute im Anschluss an das, was ich gerade einspreche. Ja, ansonsten hatte ich heute einen ziemlich erfolgreichen Tag. Ich habe die Aufnahmen zu insgesamt 5 Uhren gemacht, also über 2 Stunden Videos gedreht bzw. Material für Videos gedreht, so dass ich euch über die nächsten Wochen noch einiges an tollen Uhren zeigen kann. Freue ich mich sehr drüber. Bin gespannt auf eure Reaktionen. Morgen geht die Arbeitswoche wieder los, freue ich mich nicht so besonders drauf, aber dafür kann ich euch natürlich dann 2-mal am Tag was über meine wunderbare Archimede erzählen. Wir haben Montagmorgen, Tag 4 meiner One Week on the Wrist. Wir haben 20 nach 7 und die Archimede Classic 200 ist noch am Arm. Ich muss, glaube ich, eine meiner letzten Aussagen etwas revidieren. Ich habe gesagt, die Leuchtmasse und die Leuchtkraft hält nicht die ganze Nacht durch. Das stimmt so nicht 100%ig. Sie hält die ganze Nacht durch, aber es muss entsprechend dunkel sein. Wenn es wirklich ganz, ganz dunkel ist, dann reicht die Leuchtmasse tatsächlich, um die Uhr auch nach 4 oder 5 Stunden ablesen zu können. Aber wenn es nur so halbdunkel ist, beziehungsweise ein Dämmerlicht, so ein bisschen Mondschein durchs Fenster reicht schon, dass das Schlafzimmer ein bisschen heller ist,
dann geht es nicht ganz so gut. Dafür reicht die Leuchtmasse nicht. Wenn es aber richtig, richtig dunkel ist, dann kann man die Uhr tatsächlich auch länger ablesen. Und für eine Dressuhr reicht mir das allemal. Ja, es ist Montagabend. Wir haben kurz nach 12. Meine Archimede Classic 200 ist am Arm und ich habe heute festgestellt, als ich die detaillierten Review-Videos gemacht habe, dass ich eine ganz besondere Uhr habe, die nicht der Serie entspricht und das Ganze mehr ein Zufall als ein Plan war. Aber die Details dazu gibt es in meinem detaillierten Review-Video. Ich sage nur so viel. Es scheint wirklich ein Einzelstück zu sein. Wir haben Dienstagmorgen, es ist, ja, morgen ist gut, es ist 11:15. Meine Archimede Classic 200 ist am Arm und ich habe euch schon ganz viel gezeigt über die Uhr. Ich habe euch gezeigt, wie sie nachts leuchtet, ich habe euch vom Gehäuse viel gezeigt und heute Morgen habe ich ziemlich unfreiwillig den ersten Härtetest gemacht. Ich bin mit der Uhr gegen ein Treppengeländer geknallt und mein erster Gedanke war, ja, also es fing mit SCH an, ist nicht druckreif, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe die Uhr dann unter die Lupe genommen, im wahrsten Sinne des Wortes wirklich eine Lupe genommen und ich sehe nicht die geringste Spur am Gehäuse. Das heißt, die Gehäusehärtung funktioniert. Das entspannt mich total und macht mich sehr glücklich mit der Uhr. Ja, ich bin gespannt, was mir sonst so alles auffällt. Insgesamt hat mich das Paket wirklich überzeugt. Ich habe ja auch gestern ein ausführliches Video gemacht, 16 Minuten über die Uhr mit ganz, ganz vielen Details. Ich verlinke euch das, da oben verlinke ich euch das. Und ich bin gespannt, was ihr dann zu dem Full Review sagt oder auch zu meinem Wochenformat. Heute Abend gibt es dann ein weiteres kleines Video, einen kleinen Schnipsel. Insgesamt aber ist die Uhr nach meiner Meinung und nach meinem Dafürhalten ein wirklich gelungener Wurf von Archimede. Wir haben Dienstagabend, Tag 5 meiner eine Woche am Arm geht vorbei. Meine Archimede Classic 200 ist noch am Arm und ich kann über die Uhr mit einer einzigen Ausnahme wirklich nur Gutes berichten. Eine Uhr, die ich am Arm kaum merke, die sich sehr, sehr unauffällig trägt, bis man drauf guckt. Wenn ich drauf gucke, denke ich jedes Mal, was für eine schöne Uhr und sie erfreut mich jedes Mal. Hab da richtig Spaß dran. Eine Uhr, die auf den ersten Blick, wie gesagt, nicht besonders viel Auffälliges hat. Aber ich entdecke immer wieder das ein oder andere, was ich toll finde, sei es das zweifarbige Gehäuse, der Lichtwechsel auf den Indizes und Zeigern. Also wirklich richtig schön. Das Einzige, aber das habe ich mir vorher schon gedacht, das ist die Ablesbarkeit im Zwielicht. Das silberne Ziffernblatt, die silbernen Indizes, die silbernen Zeiger. Da muss man schon mal das Handgelenk ein kleines bisschen drehen, aber dann kann man sie auch gut lesen. Sie ist dann nicht in jeder Situation aus jedem Blickwinkel gut ablesbar. Aber damit habe ich gerechnet und insofern ist das auch nichts, was mich ärgert, sondern das nehme ich bei dieser Uhr in der Tat gerne in Kauf. Wir haben Mittwochmorgen, 8:45. Meine Archimede Classic 200 ist am Arm und ich bin nach wie vor richtig zufrieden, dass ich da sehr schnell und sehr spontan zugeschlagen habe. Heute Morgen ist das allererste Video auf YouTube zu dieser Uhr live gegangen und das war natürlich mein Video, freut mich sehr. Die ersten Kommentare, die ich bekommen habe, waren schon richtig klasse. Ich glaube, dass diese Uhr nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen wirklich gut einschlägt. Und ganz, ganz viele haben geschrieben, dass die Uhr überrascht, dass sie sie toll finden. Insbesondere das gehärtete Gehäuse, das Design und auch das Preispaket. Ja, ich freue mich extrem, dass ich sie habe. Ich freue mich sehr, dass ich diese Videos hier machen kann. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Heute über Tag schaue ich mal, was ich von der Uhr noch filmen kann, was ich noch nicht gemacht habe. Dann gibt es heute Abend noch einen Kommentar und morgen dann das Abschlussresümee, damit das Video in den nächsten Tagen oder ja, 10 Tage wahrscheinlich live gehen kann. Es ist Mittwochabend, Tag 6 meiner eine Woche am Arm. Meine Archimede Classic 200
ist noch am Arm. Ich habe so ziemlich alles gesagt, was ich zu der Uhr sagen kann. Sie ist extrem komfortabel, sie ist robust. Ich bin mit der Uhr schon angeeckt, sie hat keine Spuren hinterlassen. Sie ist weitestgehend klasse ablesbar in Situationen, wo Zwielicht herrscht, muss man den Arm schon mal ein bisschen drehen. Aber das habe ich alles schon gesagt, insofern ist das nichts Neues. Was ich aber sagen kann, und ich muss jetzt aufpassen, wie ich es formuliere, ich glaube, es gibt Grund, berechtigten Grund, darauf zu hoffen, dass es zu dieser Uhr in naher Zukunft auch ein neues gehärtetes Stahlband gibt, was dann auch genau zu dieser Uhr passt. Und man hört natürlich auf Gerüchte, man spricht ein bisschen links, hört ein bisschen rechts. Und aus all dem, was ich da so gehört habe, glaube ich, es gibt Anlass darauf zu hoffen, dass es passend zu dieser Uhr tatsächlich in naher Zukunft ein neues Stahlband geben wird. Ja, das war mein letzter Tag für heute und morgen gibt es dann die Abschlusszusammenfassung und dann geht es hoffentlich in den Schnitt und wird hochgeladen, das Video. Ja, wir haben Donnerstagabend, wir haben 20 vor 8. Meine Archimede Classic 200 ist noch am Arm, es ist der letzte Tag und ich muss ganz ehrlich sagen, die Uhr hat mich nicht enttäuscht. Ich bin wirklich absolut begeistert. Das, was ein kleines bisschen den Eindruck trüben könnte, die Ablesbarkeit im Zwielicht, habe ich vorher gewusst, das habe ich erwartet. Insofern enttäuscht mich das in der Tat auch tatsächlich nicht. Die Robustheit hat mich dafür umso mehr überzeugt, denn ich bin unfreiwillig ein paar Mal an Treppengeländer und andere metallische Gegenstände angedotzt. Und es hat der Uhr überhaupt nichts ausgemacht. Man sieht gar nichts. Sie geht sehr genau. Ich habe also in der Woche, ich glaube, 2 Sekunden, 3 Sekunden Abweichung am Tag gehabt. Ich habe sie 1-2 Mal zwischendrin gestellt für Videoaufnahmen. Darum kann ich es nicht hundertprozentig sagen, weil die Ganggenauigkeit hat mich überzeugt, die Robustheit hat mich überzeugt. Der Tragekomfort ist klasse. Also ich bin extrem froh, dass ich die Uhr gekauft habe und für 880 Euro für mich wirklich ein sehr gutes Angebot.